Moin YouTube, herzlich willkommen zur nächsten Session von Planet Crafter. Wir machen da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar ist hier alles komplett geisteskrank eskaliert. Ich habe die ganze Produktion so ans Laufen gebracht, dass wir hier mittlerweile fast vollautomatisch schon an die ganzen Bohrer kommen, die ich brauche. Und da werden wir jetzt weitermachen im Geschehen. Ja, ich kann mir jetzt schon schön wieder Osmiumstäbe machen. Ich weiß gar nicht, was hatte ich alles abgebaut. Genau, ich wollte auch weiter mit meinen Dings machen, hier mit meinen Larven, damit wir dann weitere Seidenstoffproduktion an den Start bringen können. Denn ich habe ja hier sehr viele ungewöhnliche Larven. Und ich glaube, wir brauchten immer einen Dünger und Bakterien, ne, um die weiterzumachen. Da müssen wir jetzt gerade mal schauen. Bakterien werden auf jeden Fall immer gecraftet. Das hier auch, das können wir aber jetzt mal stoppen. Hier die Dings. Die Bio-Kunststoff-Knubbel oder wie die heißen. So, und dann gucken wir mal ganz kurz. Also, ja, genau, das drei haben wir gebraucht. Das packen wir jetzt mal rein, starten die Forschung und ich gehe jetzt mal ganz kurz noch auf Toilette, Leute. Ich bin sofort wieder da, ja? Ja, hatte ich missverstanden. Ach, kein Problem, Chaos. Ich wollte nur sagen, ich bin nicht weg. Junge, 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 Anzi, was sagst du zu meiner Base mittlerweile? Die ist geisteskrank, ne? So, wartet mal, ich mach mal eben Funkmaus rein. Ich hab geisteskrank ausgebaut hier. Was war das? Das, das und ich brauch die Larve. Trinken müssen wir auch noch gleich. Und zack. Jero, moin, servus, alles gut? Das ist richtig gut am Laufen hier, Leute. Das Wasser ist bestimmt in dem Schrank gebunkert mittlerweile. Methan haben wir jetzt sehr viel. Okay. Sauerstoff kann ich mir aber zwei craften eben. So. Gasextraktor Stufe 2. Sehr geil. Hier wird auch weiter gepflückt. Wir müssen nämlich auch mehr Bauernhöfe machen und so. Ristelfaden, die habe ich mit der Handelsrakete in den Himmel geschossen. Aber keine Ahnung, bis jetzt haben die mir noch nichts gebracht. Vielleicht kommt das noch im späteren Verlauf. So. Ey, ich hab so geil die Produktion mittlerweile am Laufen, das ist so krass. Believe a Kid, klar, wenn es nicht gegen die Regeln verstößt, darfst du gerne fragen. Musst halt gucken, dass die Frage auch regelkonform ist, ne? Weil wenn die das nicht ist, dann, ja. Ist sie das nicht.
Wieder eine gemeine Larve. Nochmal eine gemeine. Das sind so viele gemeine Larven. Zack. Okay, jetzt müssen wir noch zwei Seidenlarven machen. Eine müsste jetzt auch gleich schon wieder ready sein. Und ich muss schon mal einstellen, dass der hier Seide anbietet. Angebot Seide. Sehr schön, hier wird durchgehend jetzt Stoff produziert. Für die Platinen habe ich die Biokunststoffklumpen benötigt, ja. So, warte mal, wir haben hier oben diesen Schrank, ne? Der ist jetzt voll, den mache ich mal auf Priorität 1, weil dann lasse ich mit Priorität 0 die Drohnen auch schon Dings in den Schredder tun. Ah, ich habe die Forschung nicht gestartet, Leute. Hat das jetzt gestartet? Ja. Das ist ein bisschen nervig mit diesem Forschungsstarten, dass das manchmal nicht angenommen wird, wenn du zu schnell rausgehst aus diesem Bild. Genau, in dem Schredder. So, der soll anfragen, genau, und das hat Priorität 0. Jetzt tun die nämlich nur die Gasteile auch mal leeren. Können wir auch mal eben kurz gucken. Der Gasextraktor Stufe 2. Mhm. Den bauen wir aber später. Ich lasse erstmal die ich jetzt habe, stehen. Für alle, die es gar nicht mitbekommen haben, kann ich es auch noch mal ganz kurz zeigen. Ich habe gestern meine Stromversorgung ausgebaut. Und zwar geisteskrank. Ich habe 16.435 kW, die ich gerade verbrauche. Und meine Produktion ist 54.461 kW. Ich würde an der Stelle einfach mal sagen, Trimax würde das gefallen, glaube ich. Definitiv, auf jeden Fall. So. Zack, Captain Crossby. In Planet Crafter geht es darum, dass wir einen ganzen Planeten terraformen und für die Menschheit bewohnbar machen. Alright, ich muss noch den anderen Stuff holen. Das habe ich vergessen. Doritas, dankeschön übrigens für den Follow, herzlich willkommen. Bam. Klingt interessant, ist es auch. Das macht unfassbar Laune, Ray. So. Jetzt lassen wir wieder Platinen produzieren ohne Ende.
Weil ich habe hier hinten meine zwei Raketen. Und die fliegen automatisch. Wenn die jetzt gleich voll ist mit Stoff, fliegt die los und verkauft. Und die hier hat Leiterplatten. Und dann kriege ich Token. Ich habe jetzt gerade 1325. Und ich kann hier so Sachen wie Weizensamen, Kakaosamen, alles kaufen, Baupläne. Also was ich als nächstes holen wollen würde, wäre der Vorratsschrank, Stufe 2. So. Zack, lassen wir direkt die nächste Seidenraupe machen. So. Und jetzt kann ich direkt den nächsten Seidengenerator machen. Damit haben wir schon 4. Oh. Da. Sehr geil. Wir brauchen immer 4 Seide, um einen Stoff herzustellen. Ne, 2. Das heißt, jetzt kriege ich noch schneller Stoff produziert. Je nachdem muss ich gucken, dass ich sogar eine zweite Rakete baue. Ich weiß ja nicht, wie schnell der das jetzt produziert, ne? Aber wir müssen halt gucken, dass der immer schön die Raketen bestückt. Die ist gleich voll. Und die ist auch gleich voll. Die wird dann gleich abgefeuert. Morex, dankeschön für insgesamt 20 Monate. Liebe geht raus, vielen, vielen Dank für den Support. Okay, nee, hier brauche ich erstmal gar nichts. So. Also mein nächster Step wäre gerne. Teleporter zu bauen. So. Warte mal, wir können auch das Pulsarquarz verkaufen, ne? Hier, die eine Rakete ist jetzt abgeschickt worden. Das gibt sogar 25 Terra-Token. Ist natürlich auch nice, ne? Dann brauchen wir Obsidian und Zeolit. Oh, okay. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir die Produktion nochmal ein bisschen erhöht kriegen. Dann fangen wir jetzt erstmal mit den am weitest entfernten Teleporter an. Und ich muss mir einen hier in der Base bauen, natürlich, ne? Ja. BB Minigun. Okay.
Also ich kann jetzt noch 3 weitere Teleporter bauen. Dann mache ich mir einen hier hin. Was ist das für ein Geräusch? Was zur Hölle? Was ist da runtergekommen, Leute? What the fuck kam da? Ich habe keine Ahnung, was das war, Leute. Ich konnte es leider gar nicht sehen. Sah wie ein Schiff aus. Ich habe ja keine Ahnung, wo das hingeflogen ist. Ich glaube eher, dass das ein riesiger Meteorit oder so war. Keine Ahnung. Da kam auf jeden Fall was Größeres gerade runter. Hier ist es aber nirgendwo gelandet, ne? Wir gehen erstmal weiter. Ich wollte eigentlich ins Obsidian-Gebiet, damit ich meinen Teleporter da aufstellen kann. Fliegen wir jetzt mal hier lang. Ey, ich feiere dieses Game so unfassbar, ne? Das ist so ein cooles Spiel. Alles schon grün, ja? Das breitet sich immer weiter aus.
So. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal hier im Lava-Biom. Jetzt muss ich gleich nur mal kurz gucken. Also ich komme jetzt hier rein. Hier ist jetzt die Insel. Ist das so, wie das aussieht? Kriegt man hier hinter Obsidian. Nee, Survival Bob noch nicht. Hier muss ich Bohrer drauf platzieren dann. So. Terra-Token erhalten. Das ist bestimmt die Stoffrakete, ja, die jetzt wieder zurückkommt. Okay, die ist also nicht so... Das ist echt nicht so viel. Da muss ich eher auf Massenproduktion gehen. Ja, okay, aber der produziert in der Zeit schon gut weiter, ne? Ich meine, ich kann ja immer mehr von den Dings machen hier. So, ganz kurz. Das haben wir jetzt. Dann kann ich gucken, dass ich noch beim Magnesium mir jetzt einen Teleporter hinmache. So. Seltene Larve nehme ich mal mit. Jetzt würde ich ganz gerne noch einmal hier hinten absuchen, ob vielleicht hier vorhin was abgestürzt ist. Weil irgendwas ist ja runtergekommen, ne? Mich interessiert halt, ob das jetzt nur ein Asteroid war oder ob da ein Raumschiff oder so abgestürzt ist von den Wächtern, wo ich den Schlüssel geschickt habe, ob die hier irgendwo gelandet sind. Was natürlich auch sein kann, ne, dass ich jetzt vielleicht dort, wo ich die goldene, wo ich den goldenen Chip gefunden habe, was machen kann. Oder in der Höhle, in die ich reingegangen bin gestern.
So, ich gucke jetzt erstmal ganz kurz hier was. Da kann ich immer noch zwei Heizungen bauen, ne? Oder habe ich die alle gebaut gehabt? Ich meine, ich hatte hier nur 6. Ja, ich habe nur 6. Das heißt, ich kann noch 2 Heizungen bauen. Fliegen wir jetzt mal hier hoch. Komm schon. Und dann gucken wir mal. Was habe ich denn nochmal für eine Heizung gebraucht? Ach, das ging ja eigentlich, ne? Boah, davon habe ich jetzt so viele mittlerweile, diesen Superlegierungsstab. Sehr, sehr geil. So. Jetzt kommt nochmal gut Terraform Index Input. Damit. Hi, hi, warum streamst du eigentlich nicht mehr auf Twitch? Guck doch erstmal, ob ich überhaupt nicht auf Twitch streame. Geierle, dankeschön für den Follow, herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. So. Und jetzt nochmal More Power. Wir wollen mehr Power. Zack. Jetzt geht's nochmal was schneller. Jetzt ist die Frage, als nächstes, das Teil könnte ich natürlich gerne bauen, ne? Oder würde ich gerne bauen. Aber da muss ich Energiemultiplikatorsicherung holen, 2 Stück, und die kostet eine 6000. Dann kann ich aber den Portalgenerator halt nutzen, womit ich zu entfernten Wracks teleportieren und plündern kann. Das ist natürlich krass, ne? Das wäre natürlich auch schon eine sehr, sehr nützliche Sache. So. Haben wir wieder eine Seidenraupe.
Das. Dann wieder das und das. Also Pilze sind jetzt auf jeden Fall der Bottleneck. Zack. Dann. Boah, jetzt habe ich ganz viel Uranstab, ne? Ja, gut, ich packe die jetzt mal, wenn ich die so oft habe, hier rein. So. Ungewöhnliche Larve, ja. Da brauche ich Mutagen für die Bienenkönigin oder Bienenlarve. Ja, okay, Mutagen habe ich. Kann ich das auch craften lassen? Ja. Dünger. Ich lasse aber jetzt erstmal noch eine ungewöhnliche Dings machen. Hier eine Seidenraupe. Weil dann kann ich gleich nochmal so ein Seidendings machen. Dafür haben wir dann nämlich jetzt genug zusammen. Muss ich jetzt einmal wegen Sauerstoff gucken. Da ist keine Kartusche drin. Schade, schade. Ist leider auch noch kein Sauerstoff reingetan worden. Aber gut, dann hole ich gleich zwei Kobalt, dann passt das. Alright. Dann machen wir das mit zwei Kobalt. Zack. So, dann lassen wir direkt hier so eine Bienenlarve machen. Da holen wir jetzt nochmal einen Dünger. Dann brauche ich auf jeden Fall Xenolit. Okay, haben wir. Okay. Ist hier eine Rakete gerade unterwegs? Ja. Wo gibt's einen guten Schwefelspot? Hinter der Iridiumhöhle, hinter der großen.
Einfach bei der durch. 625 Terra-Token nochmal. Sehr schön. Jetzt steigt das langsam an auch. Insektenverteiler-Rakete. Bam. Mal wieder eine Seidenproduktion hier. So. Soll er erstmal Dünger jetzt wieder nachproduzieren? Dünger ist auch wichtig. Was brauche ich denn noch, wenn ich jetzt gleich dann die Bauernhöfe bauen will? Ah, okay, der Rest ist ja okay, easy going. Die werden jetzt umverlagert, die Bauernhöfe. Hä, was war das? Warum Energie? Why kam der Energiesound? Oh nein, ich Idiot. Egal. Das ist nicht so schlimm. Die können wir direkt wieder zerlegen. Dafür brauche ich jetzt die ungewöhnlichen Larven auch noch mal. Zack, sind wir wieder voll. So. Drei Stück. Das heißt, jetzt brauche ich Superlegierung viermal. Nee, dreimal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei.
So. Alright, jetzt müssen wir die Pilzdinger noch holen. So. Da kann ich gleich direkt den nächsten Bauernhof machen schon. Geil. Geil, geil, geil. Dann kommt die Pilzproduktion nämlich in Schwung. Und dann werden wir Bioklumpen machen können. Und dann geht das mit den Legierungen noch schneller. Je nachdem muss ich die Zeolithproduktion gleich noch ankurbeln dann. Das ist so eine Schmetterlingslarve. Ach, ey. Habe ich noch ungewöhnliche Larven oder sind die mittlerweile alle weg? Gucken. Ja, sind alle weg. Gemeine Larven haben einen ganzen Schrank voll. Boah, wir haben schon 64%. So, haben wir nochmal eine ungewöhnliche. So. Da haben wir jetzt schon mal gut die Pilzproduktion am Laufen, Leute. Sehr schön. Nochmal eine ungewöhnliche. Sehr häufig diese gemeinen Larven, die will ich aber nicht. Zack, die kommen rein. So. So. Die brauchen wir noch. Dann brauche ich nochmal hiervon ein. Davon ein. Was war das noch? Dann habe ich eigentlich alles. Alles klar, Chaos. Oh, irgendein Chat ist weggegangen. Welcher ist das? Wie heißt das Game? Planet Crafter. Warum ist mein TikTok-Chat weggegangen? Stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Ich starte mal mein Stream-Chat-Programm hier neu.
Ist natürlich ein bisschen schade, wenn er die Verbindung verliert. Internal Error. Da muss ich, glaube ich, auf TikTok meinen Stream einmal neu starten, Leute. Oder ich mache mir für den Rest den Chat noch so ein bisschen nebenbei auf von TikTok. Ich bin jetzt eh nicht mehr so ultra lange da, dann sollte das passen. Aber das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Dass er ab und zu mal da die Verbindung einfach verliert. Schon gewundert, warum ich keine Leute aus TikTok mehr hier sehe. So. Oh, müssen wir gleich nochmal Mutagen holen. So. Also die Pilzproduktion, die sollte auf jeden Fall Giga was rausreißen. Und die werden auch sehr schnell schon bestückt, die Raketen. Müssen wir nochmal Mutagen holen, ne? Ja. So, forschen. Sehr geil, Leute. Dann machen wir jetzt gleich hier den letzten Bauernhof noch. Dann haben wir, was das angeht, auch erstmal einiges. Und wir sind schon auf dem Weg zu den Amphibien. Wir könnten mal gucken, was kriegen wir denn als nächstes hier noch so freigeschalten? Rucksackstufe 6. Bei 350.000 GTI. Mutagenstufe 4. Amphibienfarm. Tierheim. Sammler des Wasserlebens. So, zack, bam, perfekt. So, damit würde ich sagen, ist die Pilzproduktion jetzt auf ein hoffentlich vernünftiges Niveau gegangen. Das wird sich dann gleich zeigen. Das Ding können wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder dann deaktivieren. Hier haben wir jetzt mehr als genug drin, ja.
So, dann habe ich noch einen Dünger Stufe 2. Und ein Wasser haben wir noch. Hier oben tue ich noch die seltene Larve rein. Das sollte jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich nochmal viel schneller Dings produziert kriege. Platin. Da müssen wir einfach mal gucken. Siliziumwasser haben wir genug. Ja, die haben wir auch genug, die auch. Da gucken wir jetzt einfach mal, wie sieht's aus mit Stickstoff. Ist auch genug da. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, was wir jetzt definitiv lösen werden. Und zwar nehmen wir jetzt, wo hab ich's? Vier. Und dann brauchen wir jeweils Titan. 12 Stück. So. Lang, ne? Hier. So, wir wollen nämlich jetzt Unmengen an Zeolith haben. Ja, und dafür bauen wir jetzt hier Bohrer. Kann er den da nicht platzieren? Okay, machen wir so. Okay. 5 Bohrer, die jetzt Zeolith für uns farmen. Wichtig. Kann man die irgendwie benennen? Jo. Perfekt. Bestens, sie haben alles schon nachgestückt hier. Kannst du nichts gegen sagen. Bam. Let's fucking go.
Pilze haben sie auch schon geerntet. Das heißt, die Rakete ist wahrscheinlich schon je nachdem gestartet. Ja, die Stoff ist gestartet. Hier werden jetzt die Platinen nachgezogen. Okay, dann hoffen wir mal, dass Silizium kein Problem wird. Aber es sieht aktuell eigentlich echt ziemlich gut bei mir hier aus. Und hier ist ja auch schon die Stoffproduktion krass am Laufen. Also ich bin sehr zufrieden rundum mit der Base mittlerweile. Die ist wirklich gut am Produzieren. Ich muss jetzt halt einfach nur gucken, dass ich meinen Kram weiter ausbaue. Da werden wir wahrscheinlich dann aber auch beim nächsten Mal weitermachen. Heute eine etwas kürzere Session. Das heißt, für die Leute auf YouTube, wenn es gefallen hat, wie immer gerne Bewertung und Kommentar da lassen. Und wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, es noch nicht gemacht habt, abonnieren, Glocke aktivieren. Nico Code, ich danke dir übrigens für dein Abo. Ja, vor wenigen Sekunden. Vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.